Startfrei für den brandneuen dritten Teil der Need for Speed Rennspielserie. Electronic Arts hat erneut eine Handvoll schweineteurer Sportwagen auf dem PC-Bildschirm gebannt und das Ganze mit hervorragenden Grafikeffekten versehen. Der prominenteste Neuzugang im digitalen Fuhrpark ist zweifelsohne Mercedes-Benz. Gleich zwei rassige Flitzer aus Untertürkheim gehen an den Start. Aber auch auf andere gewohnte Angebervehikel wie einen schnuckligen kleinen Lamborghini Diablo müssen Sie keinesfalls verzichten. Und das Schöne an dieser Art von Auto, ein Mausklick genügt und schon ist die Farbe geändert. Dieses Video von Need for Speed 3 zeigt noch eine frühe Alpha-Version. Bis zur fertigen Software kann sich also noch ein bisschen was ändern. Auf jeden Fall sehen die Wettereffekte jetzt schon sehr beeindruckend aus. Hier eine kleine Nachtfahrt bei heftigen Platzregen. Der siebte Sinn rät: Passen Sie Ihre Fahrweise den Straßenverhältnissen an. Need for Speed 3 ist der erste Teil der Serie, der von vornherein 3D-Kartensupport bietet. Und wie wir sehen, mit Erfolg, die Licht-, Schatten- und Transparenteffekte lassen wenig Wünsche offen. Lange vermisst war auch ein richtiger Rückspiegel, der in dieser neuen Folge endlich zum Einsatz kommt. In einem witzigen neuen Verfolgungsmodus lassen Sie sich entweder von der Polizei jagen oder steigen selber an Bord einer schicken Cop-Corvette und jagen böse Temposünder. Der erste Eindruck von Need for Speed 3 ist äußerst vielversprechend. Der Fahrspaß ist enorm hoch, die Spielmodi sind sinnvoll und vor allen Dingen ist die Grafik mal wieder eine Augenweite. Wer also auf Action-Rennspiele steht, sollte sich diese Neuheit von Electronic Arts schon einmal vormerken.